In diesem Video werde ich von einem Problem sprechen, das nur hochsensible Menschen kennen. Alle anderen, die haben keine Ahnung, dass dieses Problem überhaupt existiert. Und dabei ist es ein großes Problem, das sich wie so eine riesige schwarze Wolke über ein Leben legen kann. Wenn Sie hochsensibel sind, dann werden Sie sich und Ihr Problem durch dieses Video besser verstehen. Und ich schlage Ihnen am Ende eine überraschende Lösung vor. Und wenn Sie nicht hochsensibel sind, dann verstehen Sie die hochsensiblen Menschen um Sie herum endlich besser. Mein Name ist Martin Wehrle, ich bin Autor des Buches Den Netten beißen die Hunde und Gründer der 365-Tage-Challenge, die Sie durch jeden Tag Ihres Jahres begleitet und unterstützt. Den Link finden Sie unter diesem Video. Vielleicht gehen Sie davon aus, dass dieses Video von einem der üblichen Probleme handelt, mit denen Hochsensible kämpfen. Aber das ist nicht so. Ich werde hier auf ein viel größeres Problem eingehen, das Hochsensible von allen Menschen um sie herum unterscheidet. Es wird hier also nicht die Rede davon sein, dass Hochsensible reizempfindlicher als andere Menschen sind, weshalb sie zum Beispiel sehr unter Lärm oder unangenehmen Gerüchen leiden. Es wird nicht die Rede davon sein, dass Hochsensible unter vielen Menschen, etwa im Großraumbüro, sich nur schwer konzentrieren können und deshalb leichter gestresst sind. Es wird nicht die Rede davon sein, dass Hochsensible stärker auf Koffein oder Tabletten reagieren als alle Normalsterblichen. Und ich werde auch nicht darauf eingehen, dass ein Schlafentzug für Hochsensible eine deutlich größere Zumutung als für andere Menschen ist. Es geht mir nicht darum, dass Hochsensible ihre Empathie oft zum eigenen Nachteil übertreiben, dass sie zum Beispiel oft Ja sagen, obwohl sie innerlich Nein meinen. Und es soll auch nicht um die Tatsache gehen, dass Hochsensible kein Leid sehen können, ohne dass sie selber mitleiden, was in diesen Zeiten des Krieges und der Krisen besonders dramatisch ist. Und auch davon, dass Hochsensible länger für ihre Antworten brauchen als andere Menschen, dass sie erst ihre vielfältigen Gedanken und Gefühle in sich sortieren müssen, auch das ist nicht das fundamentale Problem, über das ich mit Ihnen sprechen möchte. Vielleicht vermuten Sie nun, dieses Video wird davon handeln, warum Hochsensible leichter als andere von ihren Emotionen überrollt werden und zum Beispiel in Tränen ausbrechen. Aber auch das ist nicht mein Thema. Oder warum Hochsensible es hassen, wenn sie Vorgaben anderer umsetzen müssen, ohne eine Sache selbst gestalten zu können. Aber auch das wird nicht mein Thema sein. Oder warum Hochsensible Druck, zum Beispiel durch einen engen Termin, eben nicht als hilfreich, sondern als lähmend empfinden. Aber auch das ist nicht mein Thema. Vielleicht sind Sie neugierig geworden und fragen sich jetzt, von welchem anderen großen Problem der Hochsensiblen wird dieses Video dann handeln? Und vielleicht haben Sie noch ein paar Spekulationen auf Lager, zum Beispiel, will Martin Wehrle jetzt erklären, warum Hochsensible durch ihren großen Gerechtigkeitssinn oft in Schwierigkeiten geraten und es kaum hinbekommen, sich zu verstellen und eine gute Miene zum bösen Spiel zu machen? Meine Antwort ist nein. Oder Sie fragen sich, will Herr Wehrle mir das Problem schildern, dass Hochsensible im wahrsten Sinne leichter als andere Menschen zittern und ins Schwitzen geraten, weil ihr Körper auf Reize intensiver reagiert? Nein, auch das ist nicht mein Thema. Jetzt haben Sie noch einen Versuch, vielleicht fragen Sie sich, soll das Video von dem großen Problem handeln, dass hochsensible Menschen recht anfällig für eine Depression sind, weil der Zeiger ihrer Emotionen nicht nur nach oben, sondern auch nach unten heftiger als bei anderen ausschlägt? Und auch dieses Problem ist es nicht, über das ich hier spreche. Denn ich habe zu Beginn ja gesagt, es geht um ein grundsätzliches, es geht um ein fundamentales Problem. Und jetzt werde ich Ihnen nicht nur dieses Problem schildern, sondern danach auch eine Lösung liefern, die Ihr Leben sehr, sehr erleichtern kann. Wenn Sie hochsensibel sind, dann kennen Sie die Situation aus dem FF. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich beispielsweise bei einer kleinen Feier. Da sitzen Sie also zusammen mit ein paar anderen Gästen. Einige kennen Sie gut, andere weniger. Und sagen wir, es ist nicht zu laut, es herrscht kein Stimmengewirr um Sie herum, es findet keine Reizüberflutung statt. Und sagen wir weiter, Sie mögen die Menschen um sich herum, es sind keine, die Ihnen gegen den Strich gehen. Und setzen wir noch dazu voraus, das Gespräch der Gruppe dreht sich um ein Thema, das Sie als hochsensiblen Menschen interessiert. Es geht also nicht um Oberflächlichkeiten, etwa um schnelle Autos oder wie man an der Börse rasch eine Million macht, sondern es geht beispielsweise um ein gesellschaftliches Thema, etwa die Zukunft dieses Landes. Und jetzt stelle ich folgende Behauptung auf.
Es ist gut möglich, dass sich Ihr Befinden als Hochsensibler fundamental von dem der anderen Menschen im Raum unterscheidet. Denn während die anderen Menschen ganz automatisch das Gefühl haben, ich gehöre hier dazu, ich bin ein Teil dieser Gruppe, ist das bei hochsensiblen Menschen oft nicht der Fall. Als hochsensibler Mensch können Sie unter den anderen sein, die Ihnen auf dem ersten Blick vertraut sind, und doch steigt in Ihnen ein Gefühl der Fremdheit auf, als wären Sie kein Mensch wie die anderen um Sie herum, als würden Sie zu einer gesonderten Gattung gehören. Sie können dicht an den anderen Menschen dran sein, aber doch verschmelzen Sie nicht mit einer Gruppe, wie das bei Normalsterblichen oft der Fall ist. Es kann sein, Sie fühlen sich wie ein grünes Marsmännchen, das zufällig unter diesen Menschen gelandet ist. Ein Marsmännchen oder auch Frauchen, das anders denkt, anders spricht, anders fühlt, einfach anders ist als die Mehrheit der Menschen. Nun könnten Sie sagen, aber ist so viel Individualität nicht auch ein Vorteil? Natürlich ist es das. Wenn Sie hochsensibel sind, dann haben Sie schon längst verstanden, dass Licht auch immer Schatten wirft. Und umso greller das Licht, umso ausgeprägter der Schatten. Und wenn Sie mehr als andere empfinden, anders als andere denken, dann macht Sie das auf der einen Seite unabhängig, das ist das Licht. Sie beziehen Ihre geistige Nahrung aus sich selbst heraus, Sie sind autonomer als andere. Sie brauchen nicht ständig den Applaus aus einer Gruppe oder die Anfeuerung, das ist unnötig für Sie. Und wenn Sie mit sich selbst allein sind, dann kann es Ihnen richtig gut gehen, ohne dass jemand anders hinzukommt, denn Sie sind sich selbst genug. Sie müssen nicht von Party zu Party hüpfen, nicht von Liebespartner zu Liebespartner hüpfen, nicht auf jeder gesellschaftlichen Bühne tanzen und auf Applaus hoffen, um sich ihres eigenen Wertes zu vergewissern. Und das ist natürlich wunderbar. Das ist wunderbar, dass Ihre Gefühle und Ihr Geist wie eine Insel sind und dass die Wellen der sonstigen Welt zwar an diese Insel brannten, aber sie nicht überrollen können. Aber nun bin ich beim Umkehrschluss, beim Schatten, bei dem Problem, das nur hochsensible Menschen kennen. Wer auf einer Insel lebt, der kann sich dort auch schnell abgeschnitten vom Rest der Welt fühlen. Wer nie ganz dazugehört, dem kann das Gefühl der Zugehörigkeit fehlen. Andersartigkeit, die führt zu Gefühlen der Fremdheit. Und wer tiefer als andere empfindet, tiefer als andere denkt, der kann auch tiefer darunter leiden, dass nur wenige Menschen auf dieser Welt seine Sprache sprechen. Die Sprache der Feinfühligkeit, die Sprache der Tiefgängigkeit. Ja, so ist es tatsächlich. Hochsensible, die sprechen ihre eigene Landessprache. Und mit dieser Sprache werden sie von vielen anderen Menschen nicht verstanden, aber können sich auch nur schwer verständlich machen. Das kann einen Menschen isolieren vom Rest der Welt. Zum Beispiel leidet ein Hochsensibler darunter, wenn ihn jemand fragt, wie geht's dir? Aber er weiß genau, der will jetzt meine wahre Antwort gar nicht wissen, der drischt hier nur eine Höflichkeitsfloskel. Oder ein Hochsensibler spricht über ein Thema, das ihm wirklich wichtig ist, aber er merkt sofort, die anderen um mich herum, die hören mir ja gar nicht zu. Die nicken zwar, aber die sind den Gedanken doch ganz woanders. Oder Sie werden als hochsensibler Mensch gekränkt, aber nun sagt der andere zu Ihnen, nimm doch nicht alles so persönlich. Oder Sie sind zu einem Schritt im Leben nicht fähig, weil er gegen Ihre Werte verstößt, aber ein vermeintlich wohlmeinender Mensch sagt zu Ihnen, da musst du einfach mal durch, beiß auf die Zähne. All diese Erfahrungen, die können sehr einsam machen, denn ein hochsensibler Mensch, der zieht daraus auf den Schluss, die anderen, die begreifen mich einfach nicht, die verstehen nicht, was in mir vorgeht, die haben keine Ahnung, wie ich ticke und keine Ahnung, was ich empfinde. Und Sprüche wie der, dass man alles nicht so persönlich nehmen sollte, die vermitteln noch dazu den Eindruck, nicht die Welt ist zu hart zu dir, sondern du bist zu weich, du bist zu empfindlich, du bist zu sensibel für diese Welt. Hochsensible Menschen, die leiden darunter, dass sie verkannt werden, die leiden darunter, dass sie so wenig Menschen finden, die auf ihrer Wellenlänge funken, die leiden unter der Oberflächlichkeit dieser Zeit, die leiden unter den gesellschaftlich üblichen Heucheleien, unter Phrasen, unter Smalltalk, unter allem, was nur Fassade ohne Substanz ist. Hochsensible sitzen manchmal wie Robinson auf seiner Insel. Die ganze Welt ist Lichtjahre entfernt und sie schauen in die Ferne und sie hoffen darauf, ein Schiff möge kommen, ein Schiff mit Seelenverwandten, mit Menschen, die ähnlich ticken wie sie. Aber ein solches Schiff, das fährt niemals ein. Bestenfalls begegnen sie einem oder mit ganz großem Glück auch mehreren Menschen, die ihre Landessprache sprechen und die dann ihre Seelenverwandten werden.
Aber im tiefen Grunde ihres Herzens fühlen sich hochsensible Menschen oft allein, manchmal sogar einsam. Von außen betrachtet gehören sie dazu und bewohnen das Festland der Normalsterblichen, aber von innen betrachtet sind sie oft isoliert und sie leben auf ihrer einsamen Insel. Und jetzt mein Tipp für alle Hochsensiblen, wie sie mit diesem fundamentalen Problem am besten umgehen können. Akzeptieren Sie es, dass Sie anders sind als die Menschen um Sie herum. Sehen Sie es als Bereicherung, dass Sie anders denken, anders fühlen. Konzentrieren Sie sich nicht auf das, was Sie von anderen trennt, nicht auf die Unterschiede, sondern auf die Gemeinsamkeiten. Die anderen Menschen, die wollen dasselbe wie Sie, nämlich das große Glück auf Erden, lieben und geliebt zu werden, wie Wilhelm Busch das so schön gesagt hat. Als hochsensibler Mensch lieben Sie die Natur, lieben Sie die ganze Erde, lieben Sie alle Geschöpfe und lieben Sie folglich auch alle Menschen. Und bei allen Unterschieden im Detail gibt es etwas Großes, etwas Verbindendes. Und das Kunststück, das besteht jetzt darin, dass Sie Ihre Konzentration auf dieses Verbindende richten. Viele Wünsche und Sehnsüchte, die gleichen sich. Und genau indem Sie das Verbindende würdigen, können Sie eine Brücke von Ihrer hochsensiblen Insel zum Festland der Normalsterblichen bauen. Eine Brücke hat den Vorteil, dass Sie Ihre eigene Welt nicht dauerhaft verlassen müssen. Das wäre nämlich ein Fehler. Als Hochsensibler brauchen Sie genau diesen Rückzug. Aber Sie können dann zumindest von der Insel aufs Festland wechseln und auch Besuch empfangen. Und mit dieser Haltung der Verbundenheit, der Gemeinsamkeiten, da wird Ihr Leben als Hochsensibler besser, leichter und freudvoller gelingen. Denn hochsensible Menschen, die sind ein Geschenk für diese Welt. Wir brauchen mehr Feinfühlige, mehr Sensible, mehr Menschen, die den schwächer werdenden Pulsschlag dieser Erde noch hören und durch ihr Verhalten fördern. Wir brauchen mehr Hochsensible, genau wie Sie. Und jetzt lege ich Ihnen noch dringend ein Video von mir ans Herz, nämlich darüber, welche 5 unmöglichen Dinge nur Hochsensible können. Es wird sehr spannend. Klicken Sie das Video gerne in der Infobox und wir blenden es gleich noch ein. Und jetzt habe ich noch was ganz Besonderes für Sie auf Lager. Wenn Sie das ausprobieren, dann wird Ihr Leben eine Wende nehmen und dann werden Sie mit Ihrer Hochsensibilität auch mehr als je zuvor erreichen. Achtung! Ich wollte öfter Nein sagen und selbstbewusster sein und für meine Bedürfnisse kämpfen. Warum tust du es nicht? Ich wollte jeden Morgen joggen und gesünder essen und das Rauchen aufhören. Warum tust du es nicht? Ich wollte Karriere machen und mehr Geld verdienen und im Beruf vorwärts kommen. Warum tust du es nicht? Keine Ahnung. Ich sage es dir, du verlierst im Alltag deinen Willen aus dem Auge. Komm in meine 365-Tage-Challenge. Dort halte ich dich jeden Tag des Jahres auf Kurs 365 Mal. Klingt gut. Ist es auch. Ganz viele Teilnehmer haben mit der Challenge einen Karrieresprung geschafft, treten selbstbewusster auf, ernähren sich gesünder und sie machen mehr Sport. Probier es aus, ich schenke dir die ersten 14 Tage. Und was, wenn ich nicht zu 100% zufrieden bin? Dann genügt eine Mail in den ersten 4 Wochen. Ich will sicherstellen, dass du begeistert bist. Klick jetzt den Link auf dem Bildschirm und starte in ein besseres Leben. Dein Martin Wehrle.